Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung hier auf unserem Kanal. Heute werde ich euch einen Holland vorstellen, einen T4 um genau zu sein. Natürlich Link wieder zum Mod unten in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich erstmal sagen, gucken wir uns den natürlich einmal unterm Händler an, dafür unter P-Traktoren. Und dann ganz am Ende haben wir den T4 Kommunal. Schlepper hört sich jetzt an wie ein Schlepper, der eher so für die Kommunalzweck benutzt wird, also nicht für die Landwirtschaft. Ja, was haben wir da für Optionen? Frontladeraufbau, ja, nein. Radsetup haben wir da, was haben wir da? Pflegebereifung und Standard und dann Farbe haben wir natürlich auch nochmal die Felgenfarbe. Grundpreis beträgt 36.000 Euro, optional jetzt zum Beispiel mit Frontlader wird es nochmal 2,8 mehr kosten. Unterhaltskosten 190 am Tag. Hat einen Tank von 90 Litern, ist 40 km/h schnell, finde ich, ist extrem zügig für den Schlepper, finde ich, also hat doch schon eine schöne Geschwindigkeit. Eine Leistung von 55 kW bzw. 75 PS, das heißt, wir gucken uns jetzt das kleine Schätzchen jetzt hier mal an. Ich bin jetzt gerade schon mal drum hergelaufen und ich muss sagen, na, also ihr seht gar nicht mal ganz so schlecht aus, wenn ich mir das hier mal so angucke, also... Ich finde, der sieht von der Textur her, sieht da, gibt natürlich einige Stellen, wo jetzt nicht so overhype ist. Hier zum Beispiel ist Trelleborg geht eigentlich. Dann haben wir hier oben noch die Lichter. Ich weiß jetzt nicht, ob das so soll oder kommt bei mir die Textur ein bisschen komisch rüber. Da haben wir hier ja Tank. Zumal Aufstieg. Dann haben wir vorne 2-Punkt, 3-Punkt. Sieht aus wie eher so ein 2-Punkt. Ja, würde ich mal sagen, steigen wir mal ein ins gute Schätzchen. Und da sitzen wir in unserem... Man hat natürlich eine geile Sicht hier aus dem Schlepper aus. Muss man mal lassen. Hat der IC-Steuerung? Nee, hat er leider nicht. Natürlich ganz normal. Wir können natürlich mal gucken, was hat er. Aussteigen. Aktive Helfer einstellen. Autotrack einstellen. Nein. Also hat so keine speziellen... Sachen ist halt nur extrem klein und auch rückwärts ist ja auch mit 17 km/h ganz schön flott unterwegs. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ding jetzt mal einmal wieder bei der Fahrt an, indem ich da jetzt einfach den Sound etwas aufdrehe und euch den Schlepper jetzt einmal in schöner Lautstärke zeige. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, jetzt habt ihr mal kurz den Sound gehört. Also den Sound finde ich für den kleinen Schlepper nicht schlecht. Er hört sich, für den kleinen Schlepper ganz gut an. Er sieht, ist extrem wendig. Ich denke mal so für kleinere Arbeiten an Höfen oder so, zum Füttern oder so, ist der, denke ich mal, wohl zu gebrauchen. Braucht zwar wahrscheinlich einen Stein, wenn du eine Schippe... Boah, ich laufe da mal rum, das ist so schwierig. Denke ich mal, braucht wohl eine Schippe. Ist aber, ich finde den geil. Also ich finde den vom Aussehen her ist der extrem gut. Oder mal so Kleinigkeiten mit dem machen, das denke ich mal ist mit dem schon möglich. Er sieht nice aus, er hat ein schönes Aussehen, die Farbe finde ich jetzt auch nicht schlecht, so wie der Textur, also was die Farbe so allgemein für den Teil angeht, finde ich extrem nice. Ja, was kann man sagen, dieser Träger ist ein relativ billiger Allround-Schlepper, für Kleinigkeiten extrem gut zu gebrauchen. Er sieht gut aus, der Preis ist auch komplett gerechtfertigt für das kleine Schätzchen hier. Obwohl, der ist sogar eigentlich, ich muss mal kurz auf den Preis gucken, der kostet 36.000, ja, ich denke mal, das ist für den schon angebracht, wenn man jetzt Frontlader-Konsole da noch mit dran baut, sieht der sogar noch ein Stückchen schöner aus, finde ich, kann man ihn noch ein bisschen funktionaler einsetzen, zum Beispiel mal einen Ballen oder so hin und her schieben, ich denke, das geht. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Mod-Vorstellung, ich hoffe, es hat euch gefallen, natürlich Link zum Mod unten in der Videobeschreibung, ich danke immer wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Mal-Vorstellung wieder, bis dann, danke, ciao.